Normalerweise ziehen Kinder an Halloween in Kleingruppen oder mit ihren älteren Geschwistern von Tür zu Tür und sammeln allerlei Süßigkeiten. Doch der kleine 5-jährige Konrad muss diesmal auf seinen Halloween-Rundgang verzichten. Es wäre sein zweiter verkleideter Sammelabend gewesen, doch seine Eltern sind über mehrere Tage verreist und so ist er mit seiner großen Schwester Melissa, 15, und ihrer besten Freundin Kelly, 15, allein zu Hause. Für Melissa bedeutet dies, sturmfrei. Und so plant sie lieber mit Kelly eine große Party fürs Wochenende, anstatt mit ihrem kleinen Bruder verkleidet um die Häuser zu ziehen. Zusammen sitzen alle drei im großen Wohnzimmer auf der Couch und schauen sich im Fernsehen eine Teen-Reality-Show an. Na toll. Erst muss Konrad auf seinen Kostümabend verzichten und nun muss er sich auch noch diese Flirt-Sendung ansehen, die ihn überhaupt nicht interessiert. Nicht mal Buster, der ihm auf der Couch Gesellschaft leistet, kann ihn mit seinem typischen Labrador-Lächeln aufmuntern. Er ist sichtlich bedient und schaut schmollend auf den Fernseher. An der Tür klingelt es. Buster beginnt zu bellen und wie in Ekstase in den Flur zu rennen. Süßes oder Saures, sagen die kleinen Gestalten alle gleichzeitig, während Melissa über ihre Verkleidungen schmunzeln muss. Sie kann den Kindern aber nichts geben, weil die Schüssel mit den Süßigkeiten nicht mehr auf dem kleinen Tisch neben der Tür steht und muss sie deswegen entschuldigt wieder wegschicken. Konrad, wo hast du die Schüssel versteckt, fragt sie ihren Bruder, der mit verschränkten Armen beleidigt auf einem Sofakissen sitzt und sich aus Protest noch sein Geistergewand angezogen hat, das ihm viel zu groß ist. Sag ich nicht. Melissa ist im Gegensatz zu Konrad jedoch gerade nicht in Streitlaune und möchte es dabei belassen, dann sagst du's mir halt nicht. Wenn du mit mir nicht mal rausgehen willst, will ich wenigstens alle Süßigkeiten haben. Davon wird dir sicherlich schlecht werden, aber gut, antwortet Melissa nur, die sich wie Kelly auch über Konrads schlechte Laune amüsiert. Du bist so gemein. Und du auch, Kelly. Ich dachte, ich wäre dein Lieblingskind. Ich erzähl Mom und Dad dann am Telefon, dass ihr eine Party plant. Beide Mädchen lachen. Er ist so süß. Zum Anbeißen, sagt Kelly erfreut. Wenn du das machst, mach ich dir nie mehr Pizza, Brüderchen. Verärgert stöhnt das kleine Kind auf und schaut schmollend auf den Fernseher. Dann aber schnappt er Melissa die Fernbedienung schnell weg und schaltet einen anderen Sender ein. Zufällig läuft dort jedoch ein Horrorfilm und ein schrecklich entstelltes Monster erschreckt den kleinen Konrad so sehr, dass er aufschreit und wieder umschaltet. Melissa und Kelly werfen sich vor Lachen auf die Sofakissen. Auch Buster nimmt das Vergnügen beider Mädchen fröhlich zur Kenntnis, bis Kelly merkt, dass der Schock für den kleinen Konrad doch zu viel war und ihn deshalb in den Arm nimmt, um ihn an sich zu drücken. Ist schon gut, mein Süßer. Soll ich dir einen Kräutertee machen? Oder einen Kakao, ergänzt Melissa. Kakao bitte. Okay. Dann mache ich für dich eine heiße Schokolade und für uns einen Tee. 21.31 Uhr. Die Mädchen möchten ihrem kleinen Kameraden nun mehr Aufmerksamkeit schenken und haben genug von ihrer Sendung. Melissa hat einen Kinderkanal eingeschaltet, in dem ein Zeichentrickfilm läuft und zwischen den dreien besteht nun bei Kakao und Tee eine angenehme Atmosphäre. Konrad hat sich in die Arme seiner Schwester gekuschelt, während es sich Kelly mit ausgestreckten Beinen auf der gegenüberliegenden Sofaseite gemütlich gemacht hat und Busters Kopf krault. Hey! Wollt ihr einen Zaubertrick sehen? Fragt Konrad neugierig. Melissa muss sich dabei ein Lachen verkneifen. Sie kennt die schlechten Zaubertricks ihres Bruders und gibt Kelly daher ein Zeichen, dass sie Nein sagen soll. Kannst du denn zaubern? Fragt Kelly und lächelt ihn an. Einen Trick kann ich. Melissa schüttelt nur grinsend den Kopf und deutet mit ihrer Lippenbewegung immer wiederholt lautlos Nein an. Kelly willigt jedoch ein. Konrad holt daraufhin aus seinem Zimmer eine Münze, die er verschwinden lassen möchte.
Er gibt sich Mühe, allerdings ist der Trick nicht wirklich ein Zaubertrick und leicht durchschaubar. Zuerst zeigt er den Mädchen die Münze, dreht sich danach um, um sie irgendwo bei sich zu verstecken und zeigt anschließend seine offenen Hände, um zu demonstrieren, dass die Münze nun verschwunden ist, was für Kelly und Melissa wieder lustig ist. Dann stellt er sich vor Kelly und greift mit seiner linken Hand hinter ihr Ohr. Aber irgendetwas ist schiefgelaufen und er schüttelt zuerst verwundert seinen Ärmel und dann sein ganzes Gewand, um die Münze zu suchen. Wieder können es Melissa und Kelly nicht lassen, sich vor Lachen auf das Sofa zu werfen. Buster ist von der guten Stimmung ebenso angetan und stimmt mit einem Bellen fröhlich ein, bis Kelly schließlich mit ihrer Hand über Konrads weiche Haare streichelt und hinter seinem rechten Ohr ihre geschlossene Faust vor seine Augen hält. Dann öffnet sie ihre Hand und offenbart seine Münze. Konrad ist sichtlich beeindruckt und staunt. »Wie hast du das gemacht?«, fragt er sie. Kelly lächelt ihn nur an und küsst dann seine Stirn. »Gegen Kelly darfst du nie Schnick, Schnack, Schnuck spielen«, sagt Melissa augenzwinkernd und deutet mit ihrer Hand eine Schere an. »Ja, es ist cool, wenn man sowas kann«, antwortet Kelly sichtlich amüsiert und zeigt ihrer Freundin die geschlossene Faust. Konrad lässt jedoch nicht locker und möchte unbedingt wissen, wie Kelly an die Münze gekommen ist. »Aber wie hast du das denn gemacht? Du hast mich doch nicht berührt.« »Tja, mein Kleiner. Übung macht den Meister«, sagt sie und kneift Konrad liebevoll in seine Wange. Kelly ist in sowas sehr begabt. Sie hat diese Tricks schon früher gemacht, als wir noch Kinder waren. Ich kenne sie so gut, als wäre sie meine Schwester. Melissa weiß jedoch nicht alles über Kelly. »Wirklich? Was ist ihr Lieblingsessen?«, fragt Konrad neugierig. »Himbeerpudding«, antwortet Melissa, worauf Kelly nur zustimmend nickt. Doch das stimmt überhaupt nicht und Kelly überkreuzt Mittel und Zeigefinger hinter ihrem Rücken. »Ich mag Salami-Pizza«, fügt Konrad glücklich hinzu. »Kannst du auch andere Dinge verschwinden lassen? Was kannst du noch für Tricks?« »Du meinst außer für dich babysitten«, lacht Kelly mit Melissa, ehe sie überlegt, was sie jetzt sagen soll. Doch das Klingeln an der Haustür unterbricht ihr Gespräch. Buster beginnt wieder zu bellen, während Konrad wieder daran denken muss, dass sein Halloween-Abend heute ruiniert ist und er ihn nicht so erleben dürfte, wie er es sich eigentlich gewünscht hatte. Melissa hingegen wirft ihm noch einen vorwurfsvollen Blick zu, weil sie die Kinder an der Tür gleich wieder ohne Süßigkeiten wegschicken muss. »Warum können wir nicht auch rausgehen?«, jammert er. »Ach komm schon. Für dich ist Halloween doch zu gruselig«, sagt Kelly, um ihn zu ärgern. »Ich hab keine Angst.« »Na, wenn du das sagst. Übrigens, ich weiß, wo du die Schüssel versteckt hast.« Anstatt Konrad aber zu sagen, was sie denkt, legt sie ihren Kopf nur auf ein Sofakissen und deutet an zu schlafen. Die Schüssel ist also unter Konrads Bett. Mit verschränkten Armen kehrt Melissa wieder zurück. »Sehr lieb von dir, die anderen Kinder so zu beklauen«, sagt sie mit einem genervten, wenn auch gleichgültigen Schmunzeln zu ihrem Bruder, der Kelly nur mit offenem Mund fassungslos anschaut. »Was hat er denn?«, fragt sie Kelly. »Dein Bruder will mit uns rausgehen.« »Tut mir echt leid wegen Halloween, Konrad.« »Wirklich? Aber wann können wir hier schon mal eine Party feiern?« »Du verstehst das nicht, weil du noch ein Kind bist.« Diese Worte sind wie Öl im Feuer und mit einem Mal ist Konrads Laune wieder schlecht. »Und was ist mit mir?«, fragt er beleidigt und kurz davor zum Heulen anzufangen. »Du hast doch schon den Kürbis geschnitzt.« »Und das hast du so gut gemacht«, tröstet ihn Kelly. »Na toll. Dieser blöde Kürbis. Ich will rausgehen.« Konrad presst sich vor Ärger ein Kissen auf sein Gesicht und Buster, der dies nicht versteht, hebt fragend seine Schlappohren und schaut Konrad mit schiefem Kopf skeptisch an.
Melissa hingegen zeigt für ihren Bruder nur wenig Mitgefühl, weil sie sein leicht nörgelndes Verhalten von ihm ja gewohnt ist, während Kelly zu ihm rüberrutscht und tröstend seinen Rücken streichelt. Konrad, hast du wirklich keine Angst vor Halloween? Fragt ihn Kelly. Nein. Okay. Wir können heute nicht mit dir rausgehen, aber soll ich dir einen weiteren Trick zeigen? Nein, ich will rausgehen. Es ist was Gruseliges. Zunächst schüttelt Konrad den Kopf. Dann aber wird die Neugier in ihm größer. Was für ein Trick ist das? Fragt er. Also willst du ihn sehen? Kurz denkt Konrad nach, stimmt dann aber mit einem Nicken zu. Schön, sagt Kelly erfreut und fügt mit einem Blick zu ihrer Freundin noch hinzu. Allerdings müssen wir dazu in dein Zimmer gehen. Melissa wirkt davon ein wenig überrascht. In mein Zimmer? Kelly stimmt nur mit einem Nicken zu, während sie ihren Tee austrinkt. Okay, Kenne ich den Trick schon? Fast musste Kelly den Tee wieder ausspucken, so lustig bekam ihr das. Sie schüttelt nur den Kopf. Natürlich willigt Melissa ein, auch wenn sie es nicht gern hat, ihren Bruder in ihr Zimmer reinzulassen. Konrad springt darauf euphorisch von der Couch auf und freut sich mit Buster, der immer wieder versucht, Konrads Gesicht zu schlecken. Seine Vorfreude auf den Zaubertrick sieht man dem Jungen deutlich an. Kelly pustet mit einem Lächeln noch das Teelicht unter der Teekanne aus, während zur selben Zeit das Kerzenlicht des geschnitzten Halloween-Kürbis vor der Haustür erlischt. Oben setzt sich Kelly auf Melissas Bett. Eigentlich könnte sie den Trick auch im Wohnzimmer vorführen, doch der ist eben nicht so, wie das harmlose Verschwinden einer Münze oder das Vorhersehen irgendwelcher Gedanken. Konrad kann es kaum erwarten. Wie schön, dass du wieder froh und munter bist, Konrad. So mag ich dich am liebsten. Dankeschön. Aber nur weil du. Natürlich. Du bist doch mein Lieblingskind, unterbricht Kelly Konrad mit einem Lächeln. Eine Bitte habe ich allerdings noch an dich. Ja. Du bist wirklich immer so ein anständiger Junge gewesen, dass du tatsächlich bisher noch nie geflucht hast, stimmt's? Konrad antwortet nur mit einem verlegenen Kopfschütteln. Dafür nörgelt er zu viel, ergänzt Melissa neckend und stupst ihren Bruder sanft mit dem Ellbogen an. Kelly aber nimmt Konrads kleine Hand und tätschelt sie. Das ist wirklich vorbildlich, Konrad. Allerdings möchte ich, dass du dieses eine Mal eine Ausnahme machst und fluchst, was immer du willst. Die bloße Vorstellung nur bringt den Jungen, der nicht mal einer Fliege was zuleide tun würde, schon zum Lächeln. Verblüfft und unschlüssig schaut er seine Schwester an, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Sag das SCH-Wort, das Mom nicht hören will, entgegnet Melissa mit einem Zwinkern. Scheiße, schimpft Konrad aus dem Bauch heraus und bringt Melissa und Kelly wieder zum Lachen. Nein, nein. Es muss ein Wort sein, das in religiöser Hinsicht ein böses Wort ist. Ein Schimpfwort. Sag einfach, verflucht nochmal. Verflucht nochmal, wiederholt er Kellys Worte, wovon Melissa wieder den Drang verspürt zu lachen, da sie solche Worte von Konrad noch nie gehört hatte. Kelly jedoch schenkt Konrad dafür ihr schönstes Lächeln und nickt ihm dankend zu. Mit aufrichtigen Worten wendet sie sich dann den Geschwistern zu. Also, ich muss euch davor noch etwas erklären. Etwas, was du von mir auch nicht weißt, Millie. Es ist nämlich so, dass ich und meine Mom in religiöser Hinsicht einer anderen Glaubensrichtung verbunden sind. Wir sind keine Christen. Das Einzigste, was Melissa je mit Religion zu tun hatte, ist der Religionsunterricht an ihrer Schule. Sie interessiert sich sonst null dafür, aber, dass ihre beste Freundin ihr das nun anvertraut, kommt für sie mehr als überraschend. Wirklich? Heißt das, du bist in einer Sekte? Kelly belächelt Melissas Kommentar. Nein, das kann man so nicht sagen.
Es gibt keine weiteren Mitglieder, sondern nur meine Mom und ich. Was unser Glaube ist, müsst ihr nicht verstehen. Es spielt für den Trick wirklich keine Rolle. Wie jede Religion auch ist das, an was wir glauben, sehr breit gestreut und komplex. Es würde lange dauern, das jetzt zu erklären, und Konrad ist dafür eh noch zu jung. Allerdings gibt es eine Sache, die mit dem Trick nun zu tun hat. In unserer Totenwelt, ähnlich wie dem Jenseits, gibt es eine Figur, die wir den Psalmverlömder nennen. Wir nehmen seine Existenz sehr ernst, so wie ein naher Verwandter unserer Familie. Der Psalmverlömder ist uns dafür dankbar und gewährt uns dafür, nach unserem Glauben, den minimalsten Teil seiner Kräfte. Wenn ich mich also äußerst konzentriere, um mit dem Psalmverlömder eine Verbindung aufzubauen, kann ich sogar. Gespannt schauen Melissa und Konrad sie an. Im Haus herumwandern, obwohl ich hier vor euch noch auf dem Bett liege. Ich kann meinen Körper verlassen. Es dauert nur kurz, als Carrie daraufhin in fassungslose Gesichter blickt und sich eine bedrückte Stimmung festsetzt. Melissa weiß, dass ihre Freundin außergewöhnliche Fähigkeiten besaß, die ihr manchmal sogar mehr unheimlich als erstaunend vorkamen, aber das, was sie gerade erzählt hatte, klang zu verrückt, als dass man es glauben konnte. Was meinst du damit, du kannst im Haus herumwandern, obwohl du hier liegst? Fragt Melissa skeptisch. Ich kann dich verstehen. Ich selber konnte es früher nicht glauben, dass sowas geht, aber es funktioniert wirklich. Ich habe es schon mal gemacht. Ach Quatsch. So ein Unsinn, wie soll das denn gehen? Carrie aber weiß, welche Worte sie wählen muss, um ihre beste Freundin zu beruhigen. So, wie sie es bei ihr schon so oft getan hatte. Keine Sorge, Millie. Es hört sich wirklich schlimmer an, als es ist. Außerdem dauert es nur ein paar Minuten und danach können wir wieder runtergehen und uns über unsere anstehende Hausparty morgen unterhalten. Diesmal aber zeigen Kellys Worte nicht die gewünschte Wirkung. Grübelnd blickt Melissa nur auf den Boden. Na also, ich weiß nicht. Was meinst du, Konrad? Konrad blickt nur hellhörig zu ihr empor, während er auf seinem Ärmel kaut. Carrie hingegen stützt sich nur gelassen mit ihren Unterarmen auf der Bettmatratze ab und lässt Melissa mit einem aufgesetzten Lächeln und hochgezogenen Augenbrauen wissen, dass ihr Zögern unangebracht ist. Melissa wollte noch genauer nachhaken, als sie plötzlich mittendrin aufschreckt. Auch Konrad und Carrie zucken in dem Moment kurz zusammen, als Buster mit seinem Gebell darum bittet, dass man ihn reinlässt. Konrad öffnet daraufhin die Tür, worauf der Hund sofort das Zimmer betretet und von Carrie herzlich begrüßt wird. Buster. Komm her, mein Süßer. Buster umkreist mit seiner tierischen Zuneigung beide Geschwister, bis er sich mit seinen Vorderpfoten auf Carries Beinen aufstützt und von ihr gestreichelt wird. Möchtest du auch den Trick sehen? Fragt sie ihn und küsst seine Schnauze. Kurz wirft sie dabei auch ihrer Freundin einen Blick zu, bis Melissa schließlich klein beigibt. Na gut, wenn es nur kurz ist. Zeig uns den Trick und lasst uns dann wieder runtergehen. Erfreut stimmt ihr Carrie mit einem Nicken zu und beginnt dann mit ihren Vorbereitungen. Sie atmet tief durch die Nase ein und aus. Kreist mit geschlossenen Augen ihre Schultergelenke und auch ihren Kopf lehnt sie in den Nacken zurück und lässt ihn mit Gefühl und vereinzelten Knackslauten von einer auf die andere Seite kreisen. Einmal noch atmet sie tief ein und wieder aus und öffnet dann ihre Augen. Ich muss mich nur entspannen. Es ist wirklich mit viel Konzentration verbunden und für mich auch ein bisschen unangenehm. Warum? Fragt Melissa. Es ist nur so, dass ich mich danach so fühle, als hätte ich richtig geschlafen. Trotz, dass es nur ein paar Minuten dauert. Du bist etwa nicht wach? Nein, aber ich schlafe auch nicht. Es ist wohl sowas wie Meditieren, nicht mehr. Und was passiert dann? Irgendwas an der Frage scheint Kelly sehr amüsant zu finden.
Dann möchte sie, dass Melissa und Konrad einen Blick nach rechts wagen. Nach rechts zur Tür. Na, dann komme ich hier rein. Ich komme dann zu euch. Melissa seufzt auf und schüttelt den Kopf. Deutlich leiser fragt sie. Und dann? Dann beginnt Kelly und packt mit einem erschreckenden Buh blitzschnell Konrads Arme. Liebevoll streichelt sie noch Konrads Haar, während er ihr Lächeln erwidert. Dann setzt sie ihre Füße entspannt auf der Bettmatratze ab und legt sich auf den Rücken. Wieder nimmt sie in inniger Konzentration einen tiefen Atemzug und wendet sich nochmals den Geschwistern zu. Bereit? Melissa und Konrad nicken ihr zu. Dann legt Kelly ihre Hände auf den Bauch, schließt ihre Augen und entspannt sich, während sie sich in Melissas gemütlichen Kopfkissen noch einkuschelt. Gespannt warten Melissa und Konrad darauf, dass etwas geschieht. So schauen sie Kelly dabei zu, wie ihre Atemzüge immer gleichmäßiger und länger werden. Ihr Bauch hebt sich somit stets langsamer auf und ab, bis sie nach kurzer Zeit einen Punkt erreicht hat, in der die Pausen zwischen Ein- und Ausatmen immer länger werden. Bis zu 20 Sekunden atmet Kelly weder ein noch aus, bis ihre Lippen schließlich ein gutmütiges Lächeln formen und sie mit einem tiefen Ausatmen in einen anderen Bewusstseinszustand zu fallen scheint. Ab nun hören sie Kelly nicht mehr atmen, sehen aber, dass sich ihr Bauch noch minimal flach auf- und abhebt. Mit jeder Sekunde, die aber verstreicht und jeder Minute, die vergeht, wird die Skepsis in Melissa größer, womit sie sich zu fragen beginnt, ob Kelly ihnen gerade einen Streich spielt. Dabei wäre dieser Zeitpunkt, um geschockt zu werden, wie perfekt. Wenn Kelly jetzt aus ihrer vorgetäuschten Starre aufschreien würde, würde sie damit sie und Konrad bis auf die Knochen erschrecken. Es wäre ein Jumpscare, den ihr Melissa danach sogar verzeihen könnte. Kannst du auch schneller hierher kommen? Fragt Melissa sarkastisch in normaler Lautstärke. Doch in dieser Dunkelheit, in der Hunderte von geisterhaften Stimmen in einer fremden Sprache flüstern und sich Kelly gerade befindet, kann sie sie natürlich nicht hören. Sollen wir sie aufwecken? Ach Konrad, sie schläft doch nicht wirklich. Eine Minute geben wir ihr noch. Aber auch in dieser Minute wird Kellys unheimliches Versprechen nicht wahr. Kein Geist taucht vor der Tür auf. Keine durchsichtige Kelly, die ausgelaugt wie verstandlos über den Fußboden schwebt und ihren Körper heimsucht. Sie liegt nur friedlich vor ihnen auf dem Bett und lächelt. Schließlich stützt sich Buster mit seinen Vorderpfoten auf der Bettmatratze ab. Der Gedanke, dass Kelly wohl von seinem Schnüffeln gleich lachen muss, ist für Melissa zu verlockend, um Buster davon abzuhalten. Auch Konrad ahnt dies und presst sich die zu langen Ärmel seines Geistergewands auf seinen Mund. Allerdings spürt der Hund, dass irgendwas nicht stimmt und beginnt sich schnell in eine ziemlich hektische Aufregung reinzusteigern. Mit lautem Gewinsel versucht er, Kelly aufzuwecken. Dann beginnt er sie sogar anzubellen. Konrad hat Buster noch nie derart aufgeregt erlebt. Auch Melissa kommt Busters Aufregung nicht geheuer vor und weil sie ahnt, dass dies irgendwie mit Kelly zu tun hat, möchte sie abbrechen. Halt ihn fest, bittet sie Konrad, der Buster umarmt und ihn mit Mühe vom Bett zieht. Dann rüttelt sie Kellys Hand. Kelly. Kelly. Die Ordnung dieses Ortes, an dem sich Kelly momentan aufhält, wird von den Lichtern vieler geschnitzter Kürbisse gerade auf den Kopf gestellt. Und obwohl dieser Ort nichts mit der Hölle zu tun hat, macht Halloween ihn gewissermaßen zu einer. Das feindliche Licht eines Kürbis hat zwar nur eine geringe Reichweite, würde aber jeden Bewohner dieser Welt unerbittlich auslöschen. Sogar das Raumzeitgefüge dieses Ortes greift das Licht an diesen Stellen an. Aus den tiefen und dunklen, aber sicheren, weiten schreien deshalb immer wieder Kreaturen auf, die durch diese lokalen Verzerrungen verängstigt und aufgescheucht werden. Ein Haus allerdings bleibt von diesen gefährlichen Verzerrungen verschont. Es ist das Zuhause von Melissa und Konrad.
Kelly hat das Licht des Halloween-Kürbis vor der Haustür nämlich mit ihrer übernatürlichen Kraft erlöschen lassen. Einer Kraft, die Gott keinem Menschen gewähren würde. Kellys spirituelles Abbild wartet davor schon bereits. So bricht in unmittelbarer Umgebung aus dem Boden dann ein Holzpfahl heraus. Scharen von Knochen und menschlichen Überresten strömen plötzlich aus allen dunklen Richtungen hervor und türmen sich um den Pfahl herum auf. Dann entzündet sich dieser Haufen und beleuchtet eine schreiende Kelly, die an den Pfahl gefesselt ist. Eine ältere Kelly, die nicht mal ihr 30. Lebensjahr erreichen wird. Mal kreischt sie vor Schmerzen herum, mal ist sie schon tot und lodert nur leblos im Feuer. Dämonen in Gestalt von Skeletten, die mit zusammengenähter Menschenhaut bekleidet sind, hängen wie Vogelscheuchen an kreuzartigen Pfählen überall herum und beobachten mit Vergnügen diese Hexenverbrennung. Aus jenem pechschwarzen Winkel, wo jegliches Licht verschluckt wird, taucht dann der Psalmverleumder auf. Er wandert am brennenden Scheiterhaufen vorbei und geht auf die Kelly zu, die vor der Grundstücksgrenze schon auf ihn wartet. Sie lächelt ihn an und deutet dann mit ihrem Zeigefinger nur in die Richtung, wo er hin muss. Kelly, hör jetzt auf. Melissa möchte Ruhe wahren, um nicht die Kontrolle zu verlieren, doch Kellys Zustand und vor allem Busters Gebell nagen immer mehr an ihren Nerven. Als sich Melissa dann umdreht, um Buster endlich von seinem Gebell abzubringen, kann sie es kaum fassen. Denn Buster ist auf einmal wieder der Hund, der sich freut, wenn Kelly zu Besuch kommt, Konrad oder Melissa von der Schule heimkehren oder ihre Eltern das Haus betreten. Er lächelt, schaut glücklich an die Decke und bellt nicht mehr ununterbrochen und aggressiv, sondern in kurzen Abfolgen und harmonisch. Über Melissas Zimmer befindet sich nämlich der Dachboden. Und dort bringt plötzlich etwas den Holzboden zum Knarzen. Beide Geschwister hat dieses Geräusch äußerst erschreckt. Geschockt hält sich Melissa die Hand an die Brust. Erneut knarzt der Dachboden über ihnen laut auf, gefolgt von einem weiteren Geräusch. Melissa versucht zu lauschen, doch wegen Busters Gebell ist es kaum zu verstehen. Was ist das? Fragt Konrad hektisch. Ha, Konrad. Ich krieg noch die Krise, sei doch bitte mal still. Es klingt so, dass oben jemand langsam zur Nordseite des Dachbodens wandert und dabei etwas hinter sich herschleift. Kein Zweifel besteht also, dass noch eine weitere Person gerade im Haus ist. Ein ziemlich beunruhigender Gedanke für die Geschwister, die innerlich völlig durcheinander sind. Wer aber sollte das sein? Melissa kann nur vermuten, dass Kelly irgendwann während des Abends eine Freundin von ihr heimlich ins Haus gelassen hat. Doch angesichts vieler offener Fragen und der Tatsache, dass Kelly diesen Trick wohl nur zufällig, aufgrund von Konrads Nörgeln zeigen wollte, ist diese Vermutung eher unwahrscheinlich. Buster scheint denjenigen aber begrüßen zu wollen und rennt instinktgetrieben zur Tür. Du solltest ihn doch festhalten. Buster kommt zurück. Doch es ist schon zu spät. Buster verschwindet hinter der Tür im Flur. Tut mir leid, entschuldigt sich Konrad inständig und klammert sich an den Bauch seiner Schwester. Melissa klopft ihm beruhigend auf den Rücken, ist gedanklich jedoch völlig woanders. Sie muss zur Tür und im Flur nachsehen. Bleib bei Kelly. Nein, geh nicht weg. Ich will bei dir bleiben. Ich geh nur zur Tür, versprochen. Bleib jetzt bitte bei Kelly. Doch in der Nähe von Kellys komatösen Zustand fühlt sich Konrad überhaupt nicht wohl. Er klammert sich noch stärker an Melissas Bauch. Nein, ich will bei dir bleiben. So kniet sich Melissa, um auf Konrad beruhigend einzuwirken, auf den Boden und legt ihre Hände sanft auf sein Gesicht. Konrad, bitte. Ich lass dich nicht alleine. Ich geh nur zur Tür und hab dich im Auge. Versprochen? Fragt Konrad flehend. Versprochen. Ich lass dich nicht allein. Konrad stellt sich somit wieder an die Seite neben Kelly,
lässt Melissa dabei aber nicht mehr aus den Augen. Melissa stellt sich dann an die Tür und lehnt ihren Kopf über den Türrahmen hinaus, um in den Flur zu schauen. Dort kann sie zwar nicht sehen, wer kommt, da der Flur um eine Ecke nach rechts weiterführt, doch sie kann ihn laut und deutlich hören, wie er die Treppe runtergeht. Es sind Schritte eines Menschen, der offenbar Schwierigkeiten beim Gehen hat. Sie klingen abgehackt, wie ein Fuß, der auf eine Stufe abgesetzt wird, der andere jedoch nicht auf die unmittelbar untere, sondern auf die gleiche. Als dieser jemand die Treppe dann hinter sich gelassen hat, hört Melissa ein Schnaufen. Dann laute unterdrückter Schmerzen, bis wieder langsame Schritte einsetzen, gefolgt von einem Schleifen. Konrad möchte, dass Melissa mit ihm redet. Melissa. Melissa schreckt davon auf und gibt Konrad ein Zeichen, dass er unbedingt leise sein soll. Sie will nur sehen, wer hinter der Ecke hervortreten wird. Und sie wird schreien, völlig egal, wer es ist. Wie schrecklich sich doch diese Schritte anhören, wenn sie immer näher kommen und damit lauter werden. Schließlich zieht sich der Schatten dieser Person langsam über den Fußboden ins Blickfeld von Melissa, ehe diese Person plötzlich stoppt und nicht mehr weitergeht. Der Schatten hat die Konturen einer normal großen Person. Ein schlanker Körper mit langem Haar. Melissa bringt zunächst keinen Ton heraus. Dann wiederholt sie es in normaler Lautstärke. Kelly? Keine Antwort. Melissa probiert es erneut. Diesmal lauter, mit mehr Mut. Kelly? Hallo, Melissa. Fassungslos starrt Melissa ihren Bruder an. Dann Kelly. Sie liegt immer noch bewusstlos auf dem Bett und trotzdem hat Melissa gerade ihre Stimme gehört. Direkt aus dem Winkel hinter der Ecke. Was ist denn los? Fragt Konrad aufgeregt. Melissa bittet ihn aber wieder nur still zu sein. Kelly? Bist du's? Wieder setzen nur laute unterdrückter Schmerzen ein, gefolgt von Schritten und einem Schleifen. Die Person steht nämlich nicht unmittelbar hinter der Ecke, sondern gerade mal in der Mitte des Flures, womit sich mit jedem Schritt der Schatten ändert. Die Arme werden länger, die Form immer größer, bis ein ziemlich mächtiger Schatten das komplette Licht hinter der Ecke verschluckt. Erst jetzt steht die Person unmittelbar hinter der Ecke und versteckt sich dort noch. Schließlich wird es für Melissa zu viel. Ohne ein Wort zu sagen, schließt sie nur die Tür. Zu ihrem Entsetzen kann sie sie aber nicht abschließen, da ihre Zimmertür kein Schloss hat. Konrad, schnell! Wir müssen hier weg. Konrad eilt zu Melissa und nimmt ihre Hand. Doch genau auf diesen Moment hat der Unbekannte gewartet. Kurz darauf nämlich hetzen laute Schritte einer sehr schweren Person ungestüm zu Melissas Tür, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Bei Melissa liegen jetzt die Nerven blank. Schritt für Schritt weicht sie mit ihrem Bruder, den sie im Arm hält, von der Tür zurück. Sie wissen, dass das vor der Tür eine Gefahr für sie darstellt. Dies ist in Wirklichkeit ja auch eine Opfergabe und kein Zaubertrick. Schließlich setzt der Wahnsinn ein und bringt Melissa zum Kreischen. Denn Kellys Oberkörper schwebt über der Bettdecke in der Luft. Wie in einem Magnetfeld ragen ihre Haarsträhnen in alle Richtungen. Ihre Augen sind so nach innen gerollt, dass nur die weißen Augäpfel zu sehen sind, während weißer Schaum aus ihrem Mund fließt. Außerdem ist ihr rechter Arm zur Tür ausgestreckt. Kelly, wach auf, kreischt Melissa. Was Kelly dann macht, kostet nicht nur mentale Kraft, sondern ist für sie auch sehr schmerzhaft. Nur ihr Zeigefinger bleibt ausgestreckt, während sie die anderen Finger zusammenballt. Weißer Schaum fließt in noch größeren Mengen aus ihrem Mund. Dann krümmt sie ihren Zeigefinger, worauf die Türklinke nach unten gedrückt wird und ein Knochen aus ihrem Unterarm herausbricht. Kelly muss nur noch eins tun. Ihren Arm zur Seite schwingen, um auch die Tür zu öffnen. Damit das, was vor der Tür steht, sich die Geschwister schnappen kann.
Vor der Tür steht nämlich eine gewaltige Frau in einem zerrissenen schwarzen Kleid. Für einen Menschen ist sie aber zu groß. Sie ist riesig. Größer als 3 Meter und muss sich deswegen tief krümmen, um im Flur gehen zu können. Ihre Wirbelsäule ragt wie bei einem Monster grotesk aus ihrem Rücken raus und ihre langen Arme, an denen gewaltige deformierte Hände hängen, schleift sie hinter sich über den Boden her. Als Kelly mit ihrer übernatürlichen Kraft die Tür öffnet, beugt sich diese Kreatur noch tiefer runter, um irgendwie durch den Türrahmen durchzubrasen. Grün schimmernde Augen erfassen die Geschwister, die in totaler Panik aufschreien. Braunes, zerzaustes Haar hängt von den Seiten eines sonst kahlen Kopfes weit herunter und Busters Blut tropft von spitzen Zähnen, die sich zu einem scheußlichen Grinsen aneinanderreihen. Für Melissa und Konrad gibt es jetzt nur noch einen Fluchtweg. 3 verkleidete Kinder machen den nächsten Stopp ihres Halloween-Rundgangs und betreten das Grundstück des Hauses von Melissa und Konrad. Das eine Kind ist ein Junge und trägt eine Eyeless-Jack-Maske. Ein Mädchen hat weißes lockiges Haar und trägt ein rotes Kapuzengewand. Ein anderer Junge trägt eine Maske, die dem Gesicht des Cryptkeepers aus der Zeichentrickserie Geschichten aus der Gruft ähnelt, auf seinem Kopf aber überall Spaghetti mit Bolognese-Sauce rumhängen. Plötzlich zerbricht im Obergeschoss des Hauses ein Fenster und Melissa und Konrad fallen direkt vor die Füße der Kinder. Konrad schlägt frontal mit seinem Gesicht auf und ist sofort tot. Melissas Genick bricht bei dem Aufschlag im 90-Grad-Winkel durch und ist ebenfalls tot. Die 3 Kinder schreien auf und rennen weg.